Nachdem wir am Donnerstagabend einen ersten Trailer zum neu angekündigten Pferderanch-Erweiterungspack erhalten haben, habt ihr schon meine ersten Eindrücke zum Video gesehen. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und den Trailer mehr im Detail analysieren. Viel Spaß beim Ansehen! Die insgesamt 14. Erweiterung für Die Sims 4, Pferderanch, wurde offiziell angekündigt und bringt neue Features wie Pferde, Bergziegen und Zwergschafe. Eure Sims können Nektar herstellen und auch mehr Bau- und Wohnplatz steht mit der neuen Welt Chestnut Ridge bereit. Außerdem gibt es den neuen Grundstückstyp des Tanzsaals, beginnen wir aber jetzt mit dem Anfang des Trailers. Hier sieht man wohl die wirklich weitläufige Nationalparknachbarschaft namens Galopp Schlucht. Insgesamt hat die neue Welt wohl 4 verschiedene Regionen. Hier befinden sich auch die Pferdephantomhöhlen. Hier ist die Frage, ob wir unsere Sims beim Erkunden eben dieser zuschauen können. Schon hier in den Anfangsszenen fällt die starke Gemeinsamkeit zu Strangerville aus dem gleichnamigen Gameplay-Pack auf. Die beiden Welten sehen sich vom Stil recht ähnlich. Die Sims-Frau läuft hier in der Nachbarschaft New Appaloosa herum. Die Häuser hier sehen stark nach Deko aus. Besonders gut in dieser Szene gefallen mir die Kuhstühle, die vom Muster echt witzig sind. Die Sims können nicht nur den Nektar in die Gläser einschenken, sondern auch direkt aus der Flasche trinken. Heißt das eventuell, dass die Sims mit diesem Pack auch betrunken werden können? Der Nektar kann auch in Nektarregalen reifen gelassen werden, damit er teurer wird. Außerdem hat dieser verschiedene Auswirkungen auf die Sims. Es gibt wohl auch einen, mit dem man Sims aus ihrer Geistform wiederbeleben kann, was man auch am Ende des Trailers sieht. In der nächsten Szene bekommt man einen Einblick in die neuen Wettkämpfe, die wohl ein bisschen so wie die Gemüse-Züchtwettbewerbe aus dem Landhausleben-Erweiterungspack funktionieren. Pferde können wohl auch mit diesen Bällen spielen und haben insgesamt 4 verschiedene Fähigkeiten: Charakter, Beweglichkeit, Springen und Ausdauer. Ich hoffe einfach mal, dass die Pferde hier wirklich organisch im Kreis den Parcours ablaufen und nicht über jedes Hindernis einzeln drüber springen. Das kann man aus den gezeigten Inhalten noch nicht sicher sagen. Übrigens, bei Instant Gaming bekommt ihr viele Packs, unter anderem auch Pferderanch für 34,74 € deutlich günstiger. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Beachtet in dieser Szene besonders die Felsformation im Hintergrund. Die Zwergschafe können geschoren und die Zwergziegen gemolken werden. Ein neues Baumodus-Feature wird wohl das Anmalen der Decken sein, was meiner Meinung nach schon längst überfällig war. Hier sieht man nochmal die neue Nektarherstellung, die sogar mit Müll betrieben werden kann. Hoffentlich hängt hinter diesem unfertigen Bastkorb in irgendeiner Weise neues Gameplay. Auch wenn ich das nicht glaube, da man hierzu nichts in der Produktbeschreibung lesen konnte. Der Stil scheint ein wenig zweigeteilt zu sein. Zum einen gibt es eher traditionellere Häuser, zum anderen auch ein wenig modernere. Beachtet hier besonders die neuen großen Türen, perfekt für Pferde geeignet. Dieser Hof scheint sich gut für die neuen Grill- und Tanzpartys zu eignen. Die Pferdeäpfel hier können ebenfalls als Dünger verwendet werden. So wie es aussieht, gibt es mit diesem Pack neue Gnome. Besonders ältere Sim-Spieler kennen diese bestimmt noch. Wie süß das kleine Fohlen hier ist. Die dicken, fetten Sessel in dieser Szene passen natürlich ebenfalls echt gut rein. So wie es aussieht, lässt sich das Reitzentrum von innen leider nicht betreten, was ich persönlich dann doch ziemlich schade finde. Jetzt noch ein bisschen mehr zur Erstellung der Pferde. Diese können im Ersteller einen Sim-Modus bearbeitet und höchstwahrscheinlich auch wieder frei bemalt werden, wie wir das schon aus Werwölfe oder Hunde und Katzen kennen. Insgesamt lässt sich die Rasse, Kopfform, die Mähne, der Schweif, den Kötenbehang, die Körperform, die Felllänge und mehr bearbeiten. Falls ihr ein neues Pferd eurem Haushalt hinzufügen möchtet, könnt ihr eines neben der Cast-Erstellung auch retten, züchten oder kaufen. Das Pack bringt auch einen neuen traditionellen Tanz ins Spiel, den man in dieser Szene sehen kann. Das Klavier ist natürlich ebenfalls neu. Die nächsten Szenen zeigen nicht wirklich viel Neues. Die Autos hier sind leider wie zu erwarten nur Deko. Die Entwickler ärgern uns wohl gerne mit Autos, die überall herumstehen, allerdings nicht nutzbar sind. Hat sich Barbie hier in die Erweiterung verirrt? Hier sehen wir den Tanzsaloon nochmal von innen, der natürlich super eingerichtet ist. Mit dem Pack wird es wohl auch eine neue Leiter geben, die man auch im Hintergrund hier sehen kann. Damit wären wir auch langsam am Ende dieses Trailers angekommen. Die Erweiterung erscheint am 20. Juli für alle Plattformen. Wenn ihr bis zum 31. August vorbestellt, erhaltet ihr zudem noch 3 Bonusobjekte. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch in nächster Zeit keine neuen Informationen zum Pferderanch Erweiterungspack verpassen wollt. Was denkt ihr zum Pferderanch Erweiterungspack? Freut ihr euch auf die neue Erweiterung oder müsst ihr erst noch den Gameplay-Trailer abwarten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.